Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Wir müssen Cassandra Mason konfrontieren, die uns in der letzten Folge in ein Kuselkabinett verbannt hat. Mit Spinnen, Mannequins, einfach hoher Horror. Lass sie mich nicht auf mich hin. Strafe muss sein. Ich hoffe, die wird zur Rechenschaft gezogen. Also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Ich hätte mit einem Hindernis wieder keine Geschäfte machen sollen. Na warte, jetzt gibt's Ärger. So einiges. Tja. Alter, Katzen! Ich hätte mit einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte machen sollen. Oh, nicht mehr lange. Weit haben wir dich. Hoppala. Bisschen blöd gelaufen. Ich wollte eigentlich. Ah, Sie enttäuschen mich, Cassandra. Inkarzerung! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja? Ich habe mich immer gefragt, warum Sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir nie in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin. Sie hat sicher Angst. Mach ich. Miese, verräterische Elfin. Ich hätte es wissen müssen. Silencio. Silencio. Oh, schöner Zauber. Hätte ich auch gerne. Silencio. Ach, und keine Sorge.
Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. Dankeschön. Kehre zum Laden zurück. Tja, sie hat ihre gerechte Strafe erhalten. Auf nach Azkaban, nachdem sie eine Drachprügel bekommen hat. Von mir. Besser kann es doch nicht werden. So, dann gehen wir doch mal zurück zu unserer Elfin. Und sagen, sie ist ein freier Elf. Du bist frei. Du kannst aber trotzdem bei mir bleiben. Das hat sich jetzt gerade nicht gut angehört, Katzen. Halleluja. Ich glaube, ich bin gleich wieder da. Ja, jagen sich wie wild durch die Gegend. Nun gut, also ich muss höchstwahrscheinlich öfters mal kurz die Folge unterbrechen. Auch mal kurz einen gewissen Zauberspruch. Das ist tatsächlich noch eine Tour, die ich noch nicht hatte. Warum auch immer. Ich dachte, ich wäre gründlich gewesen. Ist wahrscheinlich bei meinem privaten Spielstand. Ja. So, ich muss... wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss hier lang. Hallöchen, du bist ein freier Elf, Penny. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Nicht nötig, Penny. Ich befreie dich. Penny, ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung bekommt und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Definitiv. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. Penny ebenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen. Und aber das ist so jung. Kümmert sich um den Rest. Trachten und Tonika, Kleidsam und Braubohl. Naht und Trunk hört sich doch gut an. Ich wähle Naht und Trunk. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Yay, wir haben es geschafft. Okay, dann können wir doch meine Quest alle anderen weitermachen, die schon seit was weiß ich so lange warten. So, meine Aufträge. Im Schatten der Minen, Schatten der Ferne. Sprich Sebastian in der Krypta. Das machen wir doch mal. AT und dann nach Hogwarts, ne? Ist auch schon wieder eine Quest. Das vergessene Eier, das war von B. Hier ist auch eine Nebenquest. Das ist wahrscheinlich wegen Schatten der Ferne. Okay. Auftrag verfolgen und ich denke mal, das hier ist am nächsten. Hoffe ich mal. Wenn nicht, haben wir einen etwas längeren Weg vor uns. Das sollte uns nicht stören. Ja, das ist, glaube ich, genau der richtige Weg gewesen. Ja, schön. Wunderbärchen.
Hallo Sebastian, lange nicht mehr gesehen. Did you miss me? Boah, ich möchte gerne so ein After-DLC mit Sebastian. Weil ich kenne ja schon das Ende, beziehungsweise das Ende des Spiels. Und meinem privaten Spiel, ich finde einfach, die Story um ihn ist einfach noch so offen. Keine Ahnung, wie ich es klären soll. Hast du mit Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was für ein Wappen schickst du Anne? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Also gut, halte mich auf den Laufenden. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ja, für dich immer, Sebastian Boy. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Meine Katzen sagen auch, die sind für dich da. Halleluja. Die machen Krach. Na, Haley? Ja, sie heißt Haley und der Gatter heißt Elijah. Und ihr könnt raten, woher die Namen stammen. So, dann würde ich mal sagen, auf zur nächsten Quest. Mal gucken, ist ja immer noch so ein Aufrufezeichen? Nein, dann war es wirklich wegen der Episodenquest. Der Mann hinter dem Mond, das vergessene Ei. Sprich mal, Poppy, am Dorfplatz in Hogsmeade, da war ich doch gerade, also wirklich. Zumindest geht's schnell. Schnelle Reisefunktion for the win. Und ich muss sagen, ich habe Hogwarts Legacy wirklich vermisst. Ja, dann warten wir doch mal. Ich spiele mit Xbox, nicht mit der Switch. Denk andersrum. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte deine Oma dir denn schicken? Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniese geben. Über was forscht denn deine Oma? Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Du hast Neuigkeiten über den Drachen? Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten.
Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man den Flug eines Drachens? Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Ah, gut gemacht, Penny. Gut gemacht. Du weißt Poppy, wirklich, was du tust. Nicht Penny, Poppy. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Das ist wohl wahr. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt ziemlich klar. Ist das sicher? Bestimmt nicht. Doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Wohin genau schaffen wir das Ei? Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Okay, dann finden wir den Drachen. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Definitiv. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Oder für beides. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. I'm ready. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Drache wirklich angepisst ist, wenn sein Ei nicht mehr da ist. Sie hat es sicher herausgefunden. Beziehungsweise ihr Ei. Oh, da oben ist der Drache, ja. I believe I can fly. So Drachen reiten wäre jetzt mal so mega klasse. Ist hier irgendwas? Hier ist ein Sarg, lass nämlich mal kurz mit. Was ist denn da drin? 47 Münzen. Nicht viel, aber einiges. Hier sind ein paar Zutaten, die nehme ich mal mit. Weil ich muss definitiv wieder mehr Tränke brauen. So viel verschwendet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Wilderer kommen. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Ja, ist ja auch nicht verwunderlich. Die Wilderer sind einfach so fies. Scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Oh nee, das sind Gegner. Bombarde. Na, es ging schnell. Ich glaube, wir sind ein bisschen überlevelt. Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Aber boah, wir haben doch neue Kleidung, ne? Da muss doch bestimmt irgendwas dabei sein, das stärker ist. Hier vielleicht was? Nee. Nee, auch nicht. Nee. Hier vielleicht irgendwas stärker ist. Haben wir wirklich nichts, was stärker ist? Nur irgendwas Ungeschlüsseltes. Na, auch noch was unverschlüsselt. 72, du bist besser. Das ändern wir doch mal kurz. Hier, ganz normal Hogwarts, ne? Hogwarts, Hogwarts, Dudley, Hogwarts, du. So. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Doch, hier sind noch was. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns in Bueno anschließen. Aus der Entfernung. Borneo.
Ich weiß, dass sie sich Hoffnungen auf den Kampfring machen, aber die wahren Galeonen findet man in Akumentulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violett und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter, vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. So, dann gehen wir nochmal weiter. Oh, Repair habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ich weiß. Hallöchen. Oh Gott, da habe ich nicht runterfallen wollen. Das schon sehr cool aussieht. Also Penny, hast du Lust, da runterzufallen? Einmal Revelio. Revelio auf Semelio. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das finde ich jetzt nicht gut. Warum? Warum sagst du uns das erst jetzt? Finde das Drachennest. Ja, da bin ich schon bei. Warum komme ich hier nicht hoch? Ey, das ist Mobbing. Die unsichtbare Wand. So viel zum Thema Umworld. Vorsichtig. Flip. Hallöchen. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Grabhorn. Oh, arme Grabhorn. Rest in peace. Oder wie Gagetsu sagen würde, rest in pieces. Ja, auch Drachen haben Hunger. Psst, was war das? Au. Kann ich nicht einfach den hier einsetzen? Aber sie kann dich trotzdem riechen. Ach Mist. Das war knapp. Das war mehr wie knapp. Oh Gott. Au. Definitiv neue Tränke. So, wir haben es gleich geschafft. 1, 2, 3. Halleluja. Ein herzlicher Empfang. Nicht wirklich.
Gutes zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Hallöchen, eins. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Ich hab gesagt, hast getan. Ja, ich warte noch, bis sie nochmal gemacht hat. Also, jetzt renn doch. Okay, ich muss offscreen neue Tränke besorgen. Halleluja. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Nochmal Reparo. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Ich hoffe es doch, ich habe nicht mal so viele Tränke. Oh, der Arme, du hast wirklich mitgenommen aus. Das war knapp. Eindeutig. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Leute unterschätzen Tierwesen oft. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Eindeutig. Keineswegs, aber wir können zurückgehen. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Was ist los, Poppy? Du machst mir jetzt gerade Sorgen. Konnte ich so blind sein? So, Auftrag abgeschlossen. Gut, dann würde ich jetzt aber auch an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hogwarts Legacy. Bis dahin. Tüdelü.